Ja, herzlich willkommen zur ersten Runde Zimmerduell im Trainingslager in Belek. Heute mit Hopper und Mendler. Regeln sind klar, ich stelle euch 10 Fragen. Ihr müsst möglichst viele Übereinstimmungen haben. Los geht's. Erste Frage: Wer von euch erzählt die besseren Witze? Das ist eine Übereinstimmung. Möchtest du eine Kurzprobe geben, Hopper? Besser nicht. Ich hab eben guten erzählt. Frage 2, wir sind ja im Trainingslager. Wer von euch geht öfter zum Buffet? Wieder eine Übereinstimmung. Sehr gut. Dritte Frage, wer würde eher zugeben, dass er Unrecht hat? Schon wieder Hoffe? Okay. Stark. Vierte Frage, wer von euch würde eher eine Woche ohne Handy auskommen? Sehr gut, sehr gut. Frage 5, wer hat den besseren Musikgeschmack? Der ist sehr ähnlich, muss man sagen. Ja. Ähnlich gut oder ähnlich schlecht? Sehr gut. Was ist der Musikgeschmack? Sag du was dazu. Das Ballermann. Das hören wir noch. Orgel. Gut, ja. Frage 6. Wer flucht mehr? Stark jetzt, mehr stark. Richtig. Frage 7. Wer muss öfter in die Mannschaftskasse zahlen? Sehr gut. Warum? Ich weiß auch nicht. Der Hoffe will sich bei allem rausreden. Nee, ich bin bei, also am öftesten muss man zahlen wegen Kreisen. Ich bin halt nie in der Mitte. Er kriegt öfter mal einen Tunnel. So. Deswegen, ja. Okay. Der Hoffe schickt ihm alle. Oder? Ja, genau. Frage 8. Wer würde eher beim Dschungelcamp mitmachen? Das ist schwierig. War richtig. Ja. Aber wird Hoffer gut zurechtkommen. Frage 9. Wer hat den besseren Modegeschmack? Eindeutig, okay. Und die letzte Frage. Wer von euch kann besser singen? Oh, das erste Mal keine Übereinstimmung. Können wir beide nicht. Sehr gut, das sind 9 von 10 richtig. Ich glaube, das ist schwer zu toppen. Ja, aber schauen wir mal. Stabil. Ist gut, danke. Ja. Kennen uns. Ja, passt. Sehr gern. Gerne.